Und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Guild Wars 2. Ich bin der Dice und mit mir dabei ist wieder der Ragen. Servus. Und da kommt schon wieder ein Tier angelaufen. Einfach mal mitten durchs NPC-Lager. Warum auch nicht, ne? Ja. Okay. Wo geht eigentlich... Ach nee, deine geht ja jetzt in der großen Halle weiter, ne? Ja, richtig, korrekt. Ah, ich verstehe. Ja, machen wir hier einfach noch ein paar Herzchen. Ein paar Events mit. Dass wir mal so langsam ein bisschen auf den grünen Zweig kommen mit unserem Level. 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 The Levelsen. Hui. Ach, der Kurzbogen gefällt mir. Ja, ich glaube, ich habe ja... Oh. Die Wendy Winterfield ist tot. Ja, am Portpunkt. Schlechter Punkt, um AFK zu gehen, aber man sieht, hier wird gerade das Lager von den Eisbrutwölfen überrannt. Wir sollten da hinten auch ganz schnell jetzt hingehen, weil das hier der letzte NPC, der lebt, glaube ich. Gelebt hat. Oh, ich glaube, das Gebiet gehört jetzt jemand anderem, weil gerade kamen aus dem Zelt diese Eisgolems raus. Jo. Wow. Aua. Die tun weh. Ja, die tun übel weh. Huhuhu. Für Stufe 17? Ich? Nee, der. Der Gegner. Du solltest da hinten von dieser... Fontäne weggehen. Man könnte sagen, die haben uns gerade ein wenig überrascht. Ja. Aber... Ja, das ist eben... die ganzen Camps können auch... Töte den. Töte den. Die ganzen Camps können nämlich auch eingenommen werden von Gegnern. Wie gerade passiert... Und dann muss man die natürlich zurückerobern. Machen wir doch gleich. Ja. Das war das Ding da, dass wir da auch wieder näher ran können. So. Erdi, greif an! Da ein bisschen, die ist schon wieder tot. Ja, logisch. Sie steht ja auch mitten in den Gegnern drin. Wir könnten sie jetzt die ganze Zeit retzen und wenn sie wiederkommt, hat sie keine Rüstung mehr an. Ja. Lass erst das Event zu Ende machen. Ist auch ein bisschen fies. Ja, wir könnten... Nee. Nicht, wenn wir Zeugen dabei haben. Nee. Wen denn? All die Zuschauer hier. Ach, uns schaut jemand zu? Nee, uns nicht, dir. Ach so. Nee, sowas ist halt schon fies. Sobald das Event hier vorbei ist, können wir sie gerne wieder... Oh, da kommt auch noch ein Veteran gleich. Tor öffnen? Nein. Ja, der steht da hinten. Ah, ich sehe ihn gerade. Ich krieg hier gerade mal ein bisschen Probleme. Ich muss mal kurz weg. Ja, ja. Boah. Heftig. Ah, oh, diese kleinen Scheißelementare, die sind schon nervig. Ja. Weil die machen so einen unheimlich großen AOE. Ja, genau diesen. Genau den hier. So, warte erstmal, bis ich volles Leben habe. Und du auch. Oh, die Tor. Das geht ja glücklicherweise hier recht schnell. Ja. Da ist der Tankmagier wieder. Genau. Auf! Ah, da ist der Veteran. So. Das war's dann aber auch schon. Ja, das Herzchen haben wir auch durch. Was für ein Herzchen? Ich habe kein Herzchen gesehen. Hattest du das vorhin schon durch?
Also, ich habe gerade die Belohnung dafür bekommen. Ja, das schon. Okay, Händler. Und schon sind wieder alle da. Sehr schön. Genau. Schwere Rüstung. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Und den Rest kann ich lagern. Eigentlich hier mal wieder Buff-Food reinschmeißen. So. Was haben wir denn noch hier in der Nähe? Ja, einfach weiter rechts, ne? Das Gebiet müsste auch gleich zu Ende sein. Nee, das geht noch einen Moment. Ich sehe es gerade. Ja. So, wir können jetzt südlich von hier. Witzpellenhügel. Und würde ich sagen, gehen wir hinten bei dem Herz. Hast du gerade die Map offen? Ja. Gehen wir einfach hier hinten rum. Gut. Mal gucken, was da hinten noch so ist. Gut. Das sind bestimmt noch irgendwelche Sachen. Ja. Welche Herzen oder Kerzen oder Schmerzen. Ja gut, das Herzchen ist ja hier. Stimmt. Mal schauen, was der noch so im Angebot hat. Ah, Vitalität hat er im Angebot. Klamotten hat er im Angebot. Ja. Oh. Zustandsschaden. Doch, das werde ich mitnehmen. Ich meine, wir haben's ja. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ja, bei diesen Herzchen-NPCs, falls ihr es noch nicht gesehen habt, die bezahlt man mit Karma und nicht mit Geld. Moment mal kurz, ich muss hier kurz transmutieren. Ja, ja. Und das Karma bekommt man eben aus Events, Personal Story und Herzchen. Bekommt man es auch aus Herzchen? Ja, und Daily Quests halt, bekommt man dann wieder diese Karma-Fiole. So. Auf denn. Aus Herzchen bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh mein Gott, ich spiele das Spiel seit Release und bin mir nicht sicher. Seit vor Release. Seit, ja. Oh, Veteran. Sogar ein Named Mob. Auch der wird sterben. So. Ja, stimmt, ich spiele das schon seit Vorrelease. Wann habe ich das erste Mal Guild Wars 2 gespielt? Ich glaube im Mai. Ja, müsste ich in deinem alten Channel gucken. Schmeißt schon wieder arme weiße Moas an. Ja, sorry. Unterschiedlich tägliche Tötungen. Weiß schon. Dies, das und so. Verwundete Jäger. Ja, was war das? Ich glaube, das war vom Herzchen noch. Ja, ich dachte, vielleicht ist da irgendeine Kiste da oder. Zwei Kisten. Was eigentlich bei einem Veteranen meistens so ist. Oder irgendein Erz, ein reichhaltiges. Ja, vor allem in späteren Gebieten halt. Oros Spuren entdeckt. Die Ohrenspuren. Mist, die kleinen blöden Arsch. Ja, wenn die schnell genug sterben, dann können sie es nicht machen. Ja. Und ich meine, wir sind zu zweit, die sollten schnell genug sterben. Das sind halt Luftpumpen. Ja. Ach, Mann. Ich mag meinen Autoshot. So, bauen wir das hier gerade noch ab. Gibt alles Erfahrung. Gott, ich bin gleich Stufe 19. Ich bin erst gleich Stufe 18. Das trotz EXP-Boost und so? Ja. Okay. Gut, vorhin war ich fast zwei Level hinter dir. Ja, also gut. Ich bin nur noch ein Level hinter dir. Hast schon gut aufgeholt, mein kleiner Padawan. Was habt ihr uns The zu sagen? Force is strong with you. Ja. Was? Sie haben uns nichts zu sagen. Also sie haben uns schon was zu sagen, aber ich habe keinen Bock, sie anzusprechen. Weil sie auch kein Zeichen über dem Kopf haben. Ja, unwichtig, ne? Was eigentlich unheimlich fatal ist, weil die meisten NPCs hier wirklich eine Story zu erzählen haben. Wir wollten eigentlich nach unten gehen. Wir wollten eigentlich nach unten gehen. Ja, weil die hier sind auch schon Stufe 20. Und zockt. Ja, dann noch. Weil man muss unser Glück ja nicht unnötig herausfordern. Ja. Glück? Ja. Das ist kein Glück, das ist Können hier. Spaßling. Ja, hast eigentlich recht. Oh, du hast das Kaninchen abgefackelt. Ja. Denn nur ein gefackeltes Kaninchen kann lecker gegessen werden. Da möchte ich dir zustimmen, ja. Ja, bald ist ja Ostern, dann gibt's auch wieder... Lecker Kaninchen. Auf jeden Fall, ja.
Nein, wir haben dieses Jahr keinen. Wir haben uns dieses Jahr keinen rangezüchtet. Hasen? Ja. Zu Weihnachten hatten wir einen. Nee, zu Weihnachten gibt's hier Ganz, ja. nee, gar nichts. Ich hasse Weihnachten. Ja, aber trotzdem gutes Essen und so, das kann man mitnehmen. Ups. Also am ersten Weihnachtstag hatten wir Gans und am zweiten hatten wir Hasen. Doofe Gans oder? Vollkommen Wurst. Ja, gut, Gans. Gans. Gibt's Gans oder gar eine nicht? ganze Gans? Eine ganze Gans. Brezel, Brezel, Brutzel. Ja, weil das gegen Baumelementare auch so wunderbar wirkt. Gegen Bäume? Ja. Hast du mal gesehen, was passiert, wenn ein Blitz in einen Baum einschlägt? Er fängt an zu brennen, aber da hast du ein eigenes Element für. Gar nichts mehr. So, müssen nach hier neben. Wer bist denn du? Chrysali. So. Silvari? Nee, Chrysali. Aber es ist eine Silvari. Ja, ich Was steht weiß. die hier einfach rum? Hier laufen viele Silvari rum. Ich habe keine Ahnung warum. Meistens sind es Händler. Aber Silvari sind hier oben in dem Gebiet echt nicht selten. Ja, Und bei in den Sims ja auch nicht mehr, ne? Sims? Ja, das neue Plant-Add-on, das sie jetzt irgendwie gemacht haben. Keine Ahnung, hab da neulich einen Screenshot gesehen, wo ich echt sagen musste, so, oh, cool, ihr habt die Modelle von Arena nicht verwendet. Du, Sims ist für mich irgendwie nicht mehr wirklich interessant. Es sei Das denn, für mich noch nie. es wird irgendwie im Steam Sale angeboten. Ich hatte einmal einen Sims, aber 10 Minuten und dann hat es mich angekackt, also. Du, es ist schon ein bisschen. Oh, ein junger weißer Moa! Muss ich zählen, Moment. Es ist schon ein bisschen so. Es hat so was Meditatives, weißt Was? du? Ja. Wie? Ich meine, Ne, ne, ne. du kannst einfach da. Oh, Moment, falsches Pad rausgeholt. Ich meine, du kannst einfach da sitzen, kannst deinen Sims zugucken, was die machen, Toll. fackelst sie irgendwie ab. Ich habe immer einen Raum gebaut, habe dann die Türen rausgenommen und habe den Raum angezündet. Irgendwie so ausgelegt mit Teppich und dann einen Kamin Du reingebaut. hast ein bisschen eine sadistische Ader, ist das möglich? Ja, aber das habe ich meistens nur mit meinen Kindern gemacht. Okay. Ich wollte, weißt du, die kam immer an und meinte so, oh, ich bin schwanger. So, ja, super. Hättest du mal aufgepasst, ne? Echt jetzt? Nein, wie gesagt, Sims ist so meditativ, schön. Ich fand's doof. Ist in etwa für mich wie Ni No Kuni, einfach nur rumlaufen und irgendwelche Leute abschnetzeln. Wenn ich etwas Meditatives spielen möchte, dann mache ich irgendwie, keine Ahnung, Slenderman oder so. Und selbst das Bah! ist langweilig. Ja, Slenderman ist absolut langweilig. Nee, Dead Space ist zum Beispiel so was Meditatives, Angenehmes, Das ist in Ruhiges. der Tat sehr meditativ. Da kommen Ja. keine Spinnen vor. Das Richtig, da kommen nur irgendwie. ist super. When Jormag appeared, he drove many creatures to the south to find Ja, refuge. das kenne ich ja schon. The voice of Coda led us here to Song of Ja, Final die Exile. Quaggan. We are Genau. not the only ones. The Quaggan town of Urgulp is also. Bla, ja. Wie gesagt, lest es euch durch, wenn es euch interessiert. Ich werde es jetzt nicht mehr komplett durchlaufen lassen, die Speer. Man muss euch ja nicht alles vorkauen. Ihr sollt das Spiel ja bestenfalls auch noch kaufen und selbst spielen. Ja, richtig. Habt ihr nämlich auch etwas davon? Ich glaube, hier geht gleich ein Event los. Hier spawnen gerade Fässer. Fässer? Fässer. Die sind gerade erst gespawnt. Und hier kommen auch NPCs hergelaufen. Mysteriös. Sehr mysteriös. Ja, ich meine, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast ja auch mal angesagt, dass die Leute mit dir mitspielen können, wenn sie denn wollen, ne? Ja, ich habe da So auch wie schon ich das. Anfragen bekommen, so, hey, auf welchem Server spielst du denn? Wo ich dann gesagt habe, Codage, ja, wir spielen auf Codage. Gut Und da Arsch. kam immer so zurück, oh, schade, ich bin auf dem und dem Server, wo ich mir Ja. dann gedacht habe, gut, du hast das System von Guild Wars 2 nicht verstanden. Das Gastsystem? Du bist nicht würdig, mit uns zu spielen. So einfach ist das. Und solltest du, ja genau, du, der das geschrieben hat, uns gerade zuhören. Sorry, aber du hast es verkackt. Ich bin fies heute. Was ist hier für einer? Keine Ahnung. Ich habe einfach mal gerade alles durchgeklickt, was er mir zu erzählen hat. Unsinnigerweise.
kannst doch nicht einfach die Tiere hier töten, du Monster. Die haben mich angegriffen. Ja, vor allen Dingen töten die sich gerade gegenseitig. Ich merke es auch gerade. Der Lindwurm hat gerade die Katze angegriffen. Hab ich dich schon gezähmt? Dich habe ich schon gezähmt. So, gehen wir mal zu den Quaggern, oder? Ja. Hier. Da können wir nämlich gerade mal noch ein bisschen den Wasserkampf vorantreiben. Schön, dass du die Qualle angreifen musstest. Ja, Entschuldigung. Oh, ich sehe gerade, ich muss noch Unterwasser-Skills einsetzen. Ja. Beim Speer habe ich auch noch nichts gelernt. Ach, ich setze jetzt einfach meine Siegel ein. Moment. Giftige Qualle, arktische Qualle, giftige Qualle. Giftige Qualle! Yippie! Ja, hier mal alle Skills freischalten. Oh, das geht ja ziemlich schnell gerade. Was müssen wir hier eigentlich machen? Beschützt und begleitet Flüchtlinge. Okay. Sammelt Tang. Hm. Hallo? Willst du hin? Sterben. Oh, hi, giftige Qualle. Oh, au! Kleine Mistqualle. Was ist das hier? Gegenschlag? Ah, blockt. Okay. Hinten ist wieder ein Flüchtling. Du hast da gerade was am Hintern. Oh, ich seh's. Ah, da kann ich auch gerade mal den Down-Zustand im Wasser zeigen. Da müsst ihr einfach an die Oberfläche schwimmen und hoffen, dass euch nichts runterzieht. Denn diese magische Maske, die man aufhat, die wird einem dann geklaut in dem Moment. Natürlich sind die Gegner auch schon Stufe 20. Jo. Merk's grad. Ja, hallo? Ja, 3D-Wasserkampf. Ja. Aha! Ich gehe lieber. Ich habe jetzt gerade alles freigeschaltet mit meinem Speer. Nee, ich noch nicht. Ich gehe jetzt lieber auf Fernkampf. Lass erstmal den hier retzen. Ja, wenn du nicht schon wieder eine Qualle am Hintern hättest. Wo kommt denn die schon wieder her? Ist Qualle am Hintern ist nicht lustig. Ja, Qualen am Hintern. Ja. Wir können auch einfach weiter. Der nächste? Wir können auch einfach weiter die Quallen töten. Ja. Vergiftet. Ja, ja, macht nix. So, Quaggan. Retzen. Jetzt. Schnell. und hier die Isolda auch retzen. Jetzt. Schnell. Ja. Einfach mal. Einfach mal gestorben. Jo. Ich glaube, es müsste auch schon reichen, wenn ich den Tang jetzt abgebe. Ja, bei mir auch. Ach nee, den muss man gar nicht abgeben, oder? Nee. Muss man nicht? Nee, das ist einfach nur so ein Sammelden. Wir haben den noch gar nicht im Inventar. Okay. Nee. Komm, lass Quallen töten. Gut, ich bin durch. Der Flüchtling ist schon wieder tot. Was bist denn du? Quallen töten. Qualen töten. So, jetzt bin ich auch durch. Ich würde aber noch gern meine Skills freischalten. Ja, können wir machen. Wenn es dir recht ist. Natürlich. Was haben wir denn hier? Ah, Stufe 20. Ein Accessoire, Zustandsschaden plus 8. Ich glaube, das würde sich jetzt langsam mal lohnen für Stufe 20. Ja, wobei nur 3 Punkte mehr. Nee, immer noch nicht so wirklich, ne? Ich behalte meinen Humpen. Oh, mach das. Baller. So. Machst du sicher auch nichts falsch.
Nee, nee. So. Gut. Das Nervigste habe ich freigeschaltet, und zwar das Wasser. Ich glaube, das ist die Einstellung, die am wenigsten Schaden macht. Ist es, ja. Ah, ich muss ja jetzt 6 Punkte sammeln. Hier unten ist noch ein Point of Interest im Übrigen. Den habe ich vorhin eben geholt. Gurgulp. Ein Gurgulp. Bubbel! Eine Bubbel! Eine große Bubbel! Und du kannst dich hinterher teleportieren. Bubbel, 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 Bubbel. Der Riesenbubbel. Böse arktische Qualle, die sieht anders aus wie die anderen, die ist ein bisschen größer. Komm, lass die angreifen. Oh. Guck mal, böse arktische Qualle, hier kommt ein Bubbel! Blub. Hui. Luftpumpe. Aber so was von. So, können wir wieder raus hier, oder? Nee. Ja, dann hab ich alles gerade voll. Einmal mit Profis. Ich bin kein Profi. Ja, das merke ich jetzt auch gerade. Ich bin hier ein totaler... Wo fliegen deine Blitze hin? Die fliegen da runter in die Höhle. Was soll ich damit machen? Ja, komm. Noch eine Krabbe. Auch gerade töten. Da kommt was. Ja, ich merk's gerade. Au! Mit ihren blöden Rotorblättern, ey. Ich will hier raus aus dem Wasser. Ja, ich bin gleich durch. Ich habe diesen 3D-Kampf nicht zu 100% verinnerlicht. Ich muss nur noch, die Erdeinstellung. Okay, die kriegen wir jetzt auch noch. Ja. Was ist das hier eigentlich? Ach, Tintenexplosion. Stimmt. Irgendwie klinge ich jedes Mal wie Homer Simpson, wenn ich einen Skill zünde. Ja. Nee, der macht immer. Do! Do! Genau. Nein, lass mich in Ruhe. Kein Bock drauf. So, noch ein paar wenige Gegner. Ein paar wenige. Ich könnte das natürlich auch einfach in einem Gewässer machen, wo nicht Stufe 20 Gegner rum. Au, bleibt denn da der Spaß? Freeloot für alle. Quaggon ist kalt. Nee, die haben wir gerade eben getötet. Ich glaube, hier geht gleich ein Event los. So gesehen, ich habe gemacht. Grabe ihm. Grüß den Mandel. Ja, habe ich gesehen. Ach du Scheiße, wir haben jetzt ein paar. Krabbe im Schlafrock sozusagen. Krabbe im Schlafrock. Und das müsste dann auch die letzte Qualle sein hier. Außer Reichweite. ETF? Wie sie halt hier lang dümpelt. Oh, da ist noch eine. Machen wir Qualle im Schlafrock. So, raus hier. Ja, gerne. Wer wollte denn hier drin eine ganze Scheiße hier machen? Oh, stimmt. Verzeihung. Warum hat er keinen Namen mehr? Wer? Mein junger Bär. Der hieß eigentlich Dice. Oh, da musst du halt einen Namen neu vergeben. Ich hab jetzt keinen Bock drauf. Weißt du, ich mach sowas einmal. Ja.
Oh, guck mal, möchtest du mit deinen Freunden spielen? Guck mal, das sind doch deine Kameraden, Dingens. Da, ich lock ihn mal an. Oh, guck mal, wie schön die beiden miteinander spielen. Ja, süß. Oh, aber der ist müde. Der will nicht schlafen. Der möchte nicht mehr. Ja, der möchte nicht mehr. Da hast du ein bisschen zu grob gespielt, Junge. Ja. So, bevor wir aber von hier aus jetzt weitergehen, hätte ich die Folge kurz beenden. Ja. Lass mich noch mal kurz die Karte checken. Wir müssen da noch rein, wir müssen da hinten noch hin. Und hier generell noch. Eieieiei. Das Gebiet ist noch nicht gleich zu Ende. Nee, es dauert noch einen Moment. Dauert noch einen kleinen Moment. Ja, liebe Leute, wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns tierisch darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Kommentare unter diesem und all den anderen Videos von uns sind natürlich wie immer gerne gesehen. Schaut natürlich auch beim Raijin auf dem Kanal vorbei. Ihr findet seinen Kanal in meinem Kanal verlinkt oder alternativ unter diesem Video. Bleibt anständig und bis dann.